Moin, meine lieben Panzerfreunde, ich bin's, euer Fearscheme. Wir haben es geschafft, das letzte Replay der Woche ist durch. Gewonnen hat der E-Beans 1 Treffnix, der Spieler mit dem geilsten Namen, World of Tanks Blitz wahrscheinlich. Ich gratuliere dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich zu deinem Sieg. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch für dich und ja, das große Finale kommt. Ich werde jetzt euch die Replays zeigen, die hier gewonnen haben. Die laufen einfach durch. Die sind halt schon von mir kommentiert worden, als ich damals das Replay der Woche gemacht habe. Keine große Sache. Und ja, natürlich wird dann der Gewinner dementsprechend 22 Euro gewinnen. Ihr könnt bis Freitag voten. So lange bin ich auch noch für euch dann quasi verfügbar. Ich werde dann eine kleine Sommerpause einlegen bis Ende August. Also genau bis der Battle Pass ist auch gerne, bis der Battle Pass durchläuft. Das bedeutet kein Replay der Woche jetzt für den Monat August. Weil ich einfach nicht da bin und im Urlaub bin. Größtenteils zumindest. Und deswegen seht es mir bitte nach, dass ich da kein Replay der Woche machen kann. Aber nach August zum nächsten Battle Pass geht es natürlich weiter. Und was ich euch sagen muss, meine Lieben. Wir sparen momentan so ein bisschen in einem kleinen Pot für euch ein bisschen Kohle zusammen und das werde ich Ende des Jahres raushauen. Wir sind noch nicht ganz sicher, welche Kriterien und wie wir das Ganze verlosen. Ich kann euch sagen, wir haben jetzt schon 66 Euro im Topf drinne. Das wird wahrscheinlich bis Dezember nochmal ein kleines bisschen mehr. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich werde es wahrscheinlich im Stream verlosen. Mal gucken, wie viel Geld da am Ende des Jahres dann noch zusammengekommen ist. Ich bin auf jeden Fall tierisch gespannt. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten, was steht noch an? Wenn mein Twitch-Kanal 400 Followers durchbricht, das ist auch ziemlich kurz davor, werde ich auch nochmal einen Stream machen. Und dort gibt es dann auch nochmal einen 50-Euro Google Play-Gutschein. Also, es kommt was in der nächsten Zeit. Rennt nicht weg. Ich komme auf jeden Fall wieder. Und freue mich natürlich tierisch hier weiter auf dieses Projekt, denn ich mache super gerne das Replay der Woche. Ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, votet fleißig. Ich fand, diesmal waren schon einige Votes dabei. Das hat mich tierisch gefreut. Ja, scheut euch da nicht. Schreibt rein, welches Video ihr am besten fandet. Und vor allen Dingen jetzt gerade, wo es darum geht, das Finale zu bewerten, ist es auch wirklich wichtig, dass ihr hier eure Stimme abgebt. Und ja, ordentlich votet, damit ich hier an den verdienten Gewinner, ja, die 22 Euro überweisen kann. Also nicht ich persönlich, sondern das macht jemand aus dem Clan Harry, der mich hier finanziell unterstützt, was ich auch super geil finde, Leute. Ich muss auch nochmal Dankeschön sagen. Clan Harry supportet mich hier wirklich ungemein, auch finanziell, damit ich die Kohle an euch raushauen kann. Und ich finde es richtig, richtig lecker. Ich finde es mega cool und ich hoffe ihr auch. So, dann bin ich durch. Gucken wir in die Gewinner-Replays und denkt dran, nicht vergessen, ich mache kein Replay der Woche den gesamten August, also bitte keine Replay schicken. Und ab August kommt der neue Battle Pass, wahrscheinlich so gegen Ende August. Und dann geht's wieder los und dann starten wir wieder in die neue Season und ich freue mich tierisch darauf. Haut rein, genießt das schöne Wetter, genießt euren Urlaub, falls ihr auch Urlaub habt. Und wir sehen uns spätestens dann Ende August wieder. Haut rein, euer Fearscheme. Lasst voten. Ja, meine Lieben, los geht's. Nächstes Replay. Es fällt dir der liebe... Ja, ich wollte schon sagen, seinen anderen Namen. Passierschein A38. Das ist der liebe Till, der hier wieder unterwegs ist. Ja, wie wir alle wissen, ist Till bekannt für seine Hardcore-Damage-Runden. Da kommt auch schon mal 8k bei rum. Mal gucken, was er jetzt wieder zeigt. Ah, schon mal ein schönes Schüsschen gesetzt hier. Herrlich, herrlich. Ah, Till hat's schon richtig drauf, ne? Also, er fährt echt wie ein junger Gott. Oh, wie hat er den getroffen? Voll geil. Oh, da ist nochmal ein Foch aufgegangen. Die Tarnung gefällt mir. Adrenalin angeworfen. So, mal gucken nochmal kurz. Ja, er fährt sogar mit dem Premade mit der Grille zusammen. Und reines Zehnergefecht, ne? Muss auch mal erwähnen, ist schon ein Unterschied, ob man Top-Tier ist oder so, aber reines Zehnergefecht hier am Start. So. Ah, er hat schon wieder 1800 Damage geschossen, da braucht er Haid. Genau, hat er auch gemacht. Jetzt kommt er da an den Backen nicht durch. Oh, hat er schön verschossen.
er blitzt aber auch durch, ne? Zwischen Premium-Munition und, normaler, ey. Das ist leckerst, leckerst. Ja, jetzt bearbeitet er hier die WZ-113 ein bisschen. Sauber. Oh, sieht aber nicht so gut aus für sein Team. 3 gegen 5 jetzt hier noch. Okay, 3 gegen 4. Dank ihm. 3170 Damage schon wieder knapp hier, ey. Wow. Da rasiert er. Aber er hat auch schon ein bisschen Federn gelassen. Oh, E100 könnte ihn one-shotten mit ein bisschen Luck. Aber ich weiß nicht, wo der E100 hingeschossen hat. Ob er auf den Leo geschossen hat. Okay, da hat es den Leo zerrissen. Ich meine, er hat die richtige Damage-Monster noch zu stehen, ne? Der E4, der E100 und der Foch könnte alles richtig wehtun. Ah, der E100 hat leider wieder verschossen, ne? Das ist halt auch ein, ist ja ein Nahkampfpanzer. Nice, die Grille hat gerade den Foch weggepumpt. Hat aber auch noch ein Medium, ein Boghetto. Mit dem wird er sich jetzt wahrscheinlich snacken. Und tschüss. Ah, er schießt so schön schnell. Es ist so schön, ihn zuzugucken, ne? Oh mein Gott. Ja, das war sein Kumpel. Die Grille ist weg. Er ist bei 4000 Damage. Jetzt kann er. Jawoll. Ah, ich lerne auch echt immer viel durch ihn, ne? Seine Replays, ich bin auch so, gerade so ein bisschen ruhig, ne? Es ist einfach so geil, ihm zuzugucken, es tut mir leid, ne? Innerlich raste ich aus, ich find's wirklich super. Also, er fährt einfach so stark, ne? Er positioniert sich nochmal neu. Oh, jetzt ist er frei, jetzt muss er echt aufpassen. Boah, alles auf eine Karte gesetzt, jetzt von hinten. Ne, kriegt er nicht. Nee, 100 kann er auch nicht one-shotten. Ja, da kriegst du das Schwitzen, oder? Ich meine, mit ein bisschen Pech. Ja, One-Shot. Hm. One-Shot könnte er sein vom E100, wenn er mit HE trifft. Oh, das. Ey, das macht er schon wieder so geil. Er tänzelt sie so hart aus, ne? Oh, oh, oh. Oh, er verkackt den Schuss. Der E100 hat nicht geschossen. Das ist sein Ende. Ach, Till, Alter. Das war schon wieder eine Sahne-Runde. Sahne-Runde. Richtig, richtig geil gefahren. Wow, also, merkt euch, Passierschein A38 oder schreibt Till rein, dann weiß ich auch, dass ihr ihn meint. Wow, 5777 Damage, 6 Kills gemacht, viele tolle Auszeichnungen gekriegt, deutlich den meisten Damage geschossen. Ja, 22 Schüsse abgegeben, 20 Treffer, 19 Durchschläge. Was soll ich dazu sagen? Einfach unglaublich stark, solide, richtig gut durchdacht gefahren. Also einfach mega cool. Merkt euch auf jeden Fall, Passierschein A38 ist gefahren, den STB. So Leute, wir gucken das nächste Video und mal gucken, ob wir noch mehr so eine lecker schmanke Replays haben. Bis gleich. Hallo, hallo. Ja, der Asteroid ist mal wieder dabei, Leute. Das freut mich ja richtig. Finde ich sau cool. Er fährt hier den Kranwagen mit dem Nidhogg, heißt der, glaube ich, oder so. Die Tarnung habe ich auch. Finde ich sehr lustig. Ist auch irgendwie was anderes. Habe ich mir auch gekauft. So. Er fährt solo. Es ist ein reines Zehnergefecht. Er macht schon mal richtig, dass er nicht hier in den Park fährt, weil da bist du absolut im Nachteil. Wenn du auf dieser Seite startest. Andere Seite in den Park fahren. Bist du im Vorteil. Diese Seite starten, aber auf die Brücke. Ja, ansonsten möchte ich mich, wenn ich jetzt gerade haben wir ja kurz ein bisschen Zeit, ne, bedanke ich mich natürlich nochmal beim Clan Harry, der das Ganze hier mit sponsert. Finde ich richtig, richtig cool. Das ist jetzt wieder die erste Runde. Oh nice, erste Schelle hat schon mal krass gesessen. Zweite Schelle hat gesessen.
Sehr gut, der erste Damage war schon mal da. Also, das ist jetzt unsere Screamy Season 3. Ja. Und das sind jetzt die ersten Replays vom Replay der Woche. Und wir werden es wieder so machen, bis kurz vor Ende des Battle Passes werden wir wieder Replay der Woche machen. Replay der Woche wird in der Regel, wenn ich es schaffe, immer montags hochgeladen. Bis Freitag 24 Uhr könnt ihr voten. Ihr könnt mir auch in der Zeit schon wieder die neuen Replays schicken, das ist gar kein Problem. Dann kann ich schon ein bisschen vorarbeiten. Und dann, ja, kommt am Montag dann wieder das Replay der Woche. Und wenn dann der Battle Pass kurz vorm Ablauf ist, schneide ich die ganzen Gewinner-Replays zusammen. Und dann wird nochmal gevotet und wer dann die meisten Stimmen hat, ist quasi der Panzertracker der Streamies und kriegt 22 Euro per Google Play oder per... PayPal überwiesen. Ah, das ist schon cool hier. Jetzt hat das sein Kranwagenbruder aber erstmal richtig dreckig besorgt. Ah, ist gut, was er hier macht. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, hier, wenn ich so einen Stift in der Hand habe, dann wede ich auch immer damit rum. Das ist so eine Angewohnheit, die muss ich mir abgewöhnen. Einfach nur aus der Hand legen. So. Hat er schön gemacht. 2376 Damage sind hier schon rausgeflogen aus dem Kranwagen. Oh, ein Bouncy auf jeden Fall auch nochmal mitgenommen. Herrlich. Oh, und das von dem E5. Sein Team führt momentan. Hat ein Kill mehr. Oh, Heat an die Seite. Okay, interessant. Aber schöne, schnelle Schüsse hier von Astaroth. Ja, hat er ordentlich rausgeknallt. Oh, das Objekt. Oh, das Objekt hat richtig Bock, nochmal einen abzukriegen. Oh. Und der hat ja noch mehr Bock hier. Komm, gib ihn in die Seite. Es hat das Objekt sich auch ein bisschen revanchiert. Komm, gib ihn. Jawoll. Gut, der E5, der wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so lange machen hier, der Boy. Ja, sehr schön. Das Objekt hat, glaube ich, gerade geschossen. Ah, das Objekt hat echt wenig Weakspots, ne? Sieht man aber gar nicht so häufig, finde ich. Okay, da hat, glaube ich, gerade eine Grille oder sowas geschossen, vom Klang her, oder? Was haben wir hier? Ja, eine Grille. Witzig, da hört man schon am Geräusch. Ah, 3 gegen 3. Jetzt steht er im Park. Und das ist meistens so. Fährst du außen rum und die Leute sind hier im Park. Irgendwann wird ihnen halt langweilig. Dann fahren die raus aus dem Park und dann steht ihr nämlich im Park. Oder könnt ihr ihn schön den Arsch versuchen. Ja, er steht hier ganz gut. Das macht er richtig gut. Er sniped echt schön schnell ab hier, die Leute. Also, es gefällt mir, wie er spielt. Oh, das Objekt. Da muss er ein bisschen aufpassen. 2 gegen 3 nur noch. Und ich glaube, sein Mate hier, die Grille, ist auch One-Shot. Er muss jetzt hier sich was einfallen lassen. Dritte Patrone ist gleich drinne. Er muss jetzt irgendjemanden raushauen. Er hat irgendwie ganz cool, er visiert das an, visiert raus und schießt dabei. Aber die Dinger treffen die ganze Zeit. Das finde ich verwunderlich, verwunderlich gut. Also, vielleicht muss ich auch mal ausprobieren. Das gefällt mir. Komm, gib ihm. Ja, er hätte ich auch geschossen. Definitiv. Interessant, interessant, interessant. Aber ist schon mal echt ein starkes Replay, ne? Also hat das schon wieder richtig gut gemacht hier. Gibt's ja nicht zu meckern, Freunde der Nacht. Jetzt wollen sie ihn natürlich locken. Aber der T57 ist halt auch weich wie Butter. Ah, jetzt hat er ihn, jetzt hat er ihn, jetzt hat er ihn. Und One-Shot, komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Sehr, sehr geil gespielt, mein Lieber. Astaroth, das war wieder richtig schön. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Habe ich eigentlich erwähnt, dass derjenige davor auch neu ist? Wer war das nochmal? Nihorn, genau, war auch ein neuer Mitstreiter hier bei diesem Format. Und
Ja, habe ich glaube ich gar nicht erwähnt gehabt, aber jetzt nochmal hier. Heroi, willkommen bei uns in der Screamy-Familie und ja, freue mich natürlich tierisch, dass du hier mit dabei bist. So. Also, fast 7000 Damage. Das ist nochmal auch eine schöne letzte Runde, oder? 7000 Damage hier rausgeballert. Fast. 20 Schüsse abgegeben, 19 Treffer, 19 Durchschläge. Sahne Leistung, meine Lieben. Ja, aber auch ein Ranked-Game gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Reines 10er-Gefecht hier am Ende. Ich bin durch. Leute, denkt dran, fleißig voten. Ich hake das nur eben schnell ab, damit ich hier keinen vergesse. Ich hoffe, ich habe keinen Replay vergessen. Immer durch diesen Wechsel und die Pause waren jetzt hier teilweise Videos, die mir eigentlich von anderthalb Wochen und so. Und ich kriege echt viele Nachrichten. Und ich hoffe, dass sich einer so weit runtergerutscht und hat mir so irgendwie früh irgendwann mal geschickt, dass ich den vielleicht jetzt nicht mit reingenommen habe hier. Wenn ja, dann tut es mir wirklich leid. Aber ich habe versucht, echt alle Nachrichten durchzugucken, die in den letzten ein, zwei Wochen mir geschrieben wurden. Ob da irgendwo noch ein Replay zwischensteckt. Falls es mir doch passiert ist, seht es mir nach, aber ich denke mal nicht. Ja, ansonsten, das Format läuft weiter. Ich finde es wirklich cool. Einzige, was mich ein bisschen stört, sind halt die Kommentare, dass wir mal ein paar mehr Votes reinkriegen für die Leute, die sich hier stellen. Auch wenn ihr selber mitfahrt, Leute, seid nicht so schüchtern. Votet auch für den anderen. Ey, und wenn ihr wollt, votet auch für euch selber. Mir doch ja. Nein, aber vielleicht sagt ihr auch einen anderen, wo ihr sagt, boah, okay, der war schon ein Stückchen besser als ich, muss ich schon zugeben. Dann seid so fair, haut ihn auch ein Vote rein. Ne? Also, es liegt natürlich alles bei euch. Gut, ich bin durch. Vielen Dank an den Clan Harry, der mich hier finanziell unterstützt und die Kohle hier reinbuttert, damit ihr die 22 Euro am Ende der Season kriegen könnt. Und ich bin fertig. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel reinschneiden. Ich bin zeitlich ganz schön knapp dran. Ne? Ich werde aber wenigstens noch Musik reinmachen. Und beim nächsten Mal, wenn ich da wieder mehr Zeit zum Schneiden habe, dann mache ich wieder meine kleinen Spielchen, meine kleinen Mini-Videos rein. Und dann, ja, wird es nochmal ein bisschen amüsanter. Gut, ich bin durch. Haut rein, euer Fiskim. Bye, bye. Letztes Replay hier am Start, meine Freunde. Es fährt der E-Beans 1 Treffnix, einer der geilsten Namen hier in meiner Community. Ich liebe es jedes Mal, wenn ich es lese. E-Beans 1 Treffnix. Geil. Voll cool. Gefällt mir richtig dein Name. Er spielt hier den E-Mail 1, spielt Solo und ist Top-Tier. Gucken wir mal, was er hier wuppen wird. Er fährt auf A. Ja, da kann er auch schön was wegmachen und er hat auch noch einen Heavy mit hinten im Gepäck dabei und steht hier einem AMX gegenüber. Der hat ein bisschen mehr DPM, aber ist halt auch deutlich weicher. Der rennt auch schon weg, der Schuft. So, ja, da ist die erste Schelle. Aber für E-Beans 1 Treffnix trifft er ja ganz gut, muss ich sagen. Ah, da ist ja AMX hat ganz schön hart gefailt. Also hier hätte er den Fight suchen müssen. Gut. Und das kann natürlich der E-Beans 1 Treffnix schön ausnutzen und die wegmachen. Und der IS-3, der schreit eigentlich auch schon nach Schellen da. Ah, sieht doch ganz gut aus. Na, beide Teams haben einen Panzer verloren. Ja. Der Bouncy da hinten steht wahrscheinlich irgendwo ein TD oder so. Irgendwas Sniper-mäßiges oben auf dem Berg. Ist sehr beliebt da oben, der Spot. Vielleicht noch eine Spick. Vom Damage her könnte es noch eine Spick gewesen sein. Und ich sehe auch noch... Doch, nee, der Light ist auf. Aber wer weiß, was es war. Schöne Übersicht hat er hier. Hat gesehen, die fahren unten rum. Ah, jetzt ist er zu. Nochmal blind probiert. Warum denn nicht? Er muss ja auch irgendwie seinem Namen gerecht werden. Aber ich glaube, der könnte sogar getroffen haben. Ah, er guckt hier schön. Ah, da. Da ist der TD. Der hat da oben gerade gestanden. Los, los, los. Ah, er will hier wirklich was wissen. Also er ist jetzt hier nicht irgendwie zaghaft oder so. Er möchte auf jeden Fall seinen Damage fahren. Das merkt man. Push schön nach vorn. Jetzt kann er sich nochmal hier eine Stelle verteilen auf dem IS. Jawohl. Jetzt erstmal ein bisschen verstecken. Ja, man hat ja hier 19 Sekunden Reload auf dem Emil. Ungefähr. So. Ah, die Spick, das ist natürlich auch Futter für ihn, ne? Boah, er fährt jetzt aber weit vor. Will er die hier mit dem IS-3 kuscheln? Das sieht fast so aus. Aber die kriegt er nicht tot. Aber der IS-3 hat es verkackt, Alter. Der... hat es richtig verrissen gerade. Jetzt muss er halt, ja, sogar über 20 Sekunden durchhalten. Okay, Circle ist natürlich auch nicht so leicht mit der. Oh, der IS-3 verkackt schon wieder, Alter.
Das ist natürlich hart. Ich würde auch erstmal die Spick rausnehmen. Der IS-3 trifft ja eh nicht. Gib ihm hart und dreckig. Du dai, du dai. Jawohl. Und jetzt ihn noch raus. Bums. Schön gemacht. Er hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass der IS-3 irgendwie nicht so gut schießen konnte. Aber, ey. Glück schadet nur dem, der es nicht hat, oder? Wie sieht's aus? Sehr schön gemacht, bis hierhin. Sehr aggressiv unterwegs gewesen, einfach vorgedrückt mit seinem Emil. Ah, ich hoffe, er kriegt hier noch einen Happen ab vom IS, aber ich glaube fast nicht. Oder, oder? Eine Sekunde noch. Hup. Sehr schön. Und schon wieder, er hat einfach einen härteren Emil als alle anderen. Der IS ist auch an ihm gebounced. Dabei ist das Gerät doch ja nicht so hart. Crazy. Okay. Was haben wir denn noch über? Okay, naja, der TD, den wird er ja wohl nackig machen hier. Er lädt doch nicht nach, weil er noch nicht weiß, wo der TD ist. Vielleicht hat er auch nicht mehr so viel Leben. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Weiß ich aber nicht so ganz genau. Aber zwei Mumpen tut immer noch richtig weh. Ah, 4 Kills hat er auch schon weggerissen. Ordentlich, jetzt lädt er nach, weil der TD nicht aufgegangen ist. Aber sein Tigerboy hier, der Kumpel, der ist so gut wie tot. Ihr hört es, das rattert wie beim Traktor. Das ist auf jeden Fall der Motor getroffen. Der läuft nicht mehr rund hier, der Boy. Das hört sich an wie Kolbenfresser. Oh, er will jetzt der TD echt kämpfen. Na komm, na komm. Hart und dreckig brauchen wir es hier. Ah, es wäre natürlich schade. Also vielleicht cappt er wirklich durch. Andererseits muss er ja auch nur auf irgendeinen schießen. Da rechts ist er. Tada! Ja, er könnte gut abfacken, wenn er jetzt da stehen bleibt. Ah, er macht's schlau, er fährt auf ihn drauf, weil sonst wird's halt echt ein ekelhaftes Spiel, wenn die da unten frei stehen und er da oben gut gedeckt. Hätte ich auch gemacht. Er weiß, er kann nicht One-Hit sein, außer ein Armorek kommt. Na, schade. War kein schlechter Versuch, aber er muss ja seinem Namen gerecht werden. Ipins 1 trefft nix. Aber hätte ich auch probiert. Jetzt hat er'n. Jetzt ganz in Ruhe. Jawoll. Jawoll. Schön gemacht, richtige Entscheidung, hochzufahren und ihn kaputt zu machen, finde ich gut. Sauber, sauber, sauber. Ja, war eine gute Runde, mehr ging nicht an Schaden. Weil die anderen auch, glaube ich, ziemlich gut geschossen haben, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber er hat 5 Kills weggerissen, nimmt absolut verdientes Ace. Nee, doch nicht. Er hat hier, wow. Also er hat hier 3-mal so viel Schaden wie der 2. geschossen, ne? Schon traurig. Aber gute Leistung. Ich meine, 4K im 8er ist auf jeden Fall nichts, was man verkennen sollte, meine Lieben. 19 Schüsse, 16 Treffer, 16 Durchschläge. Merkt euch, Ipins 1 Treffnix hat hier ein bisschen rasiert. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Wirklich, wirklich, wirklich. Wir hatten heute hier einige neue Gesichter. Ich wünsche mir natürlich, dass ihr hier fleißig für die Jungs votet, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen, meine Lieben. Erzählt euren Freunden, was wir hier auf meinem Kanal machen. Lasst für euch voten. Die sollen mir geile Replays schicken, dass wir hier ein bisschen wachsen. Nochmal hier an der Stelle vielen lieben Dank an den Clan Harry, der mich hier finanziell unterstützt. Vielen lieben Dank, weil die sorgen nämlich dafür, dass ihr die 22 Schleifen auf euer Konto bekommt. Ausgezahlt wird entweder per Google Play oder per PayPal am Ende der Season des Battle Passes. Da sind wir jetzt auch angelangt. Das bedeutet, bitte, bitte keine Videos einsenden. Bis ich es wieder sage. Auf Discord werde ich dann schreiben, hier, also zack, haut die Videos raus. Ihr könnt natürlich schon mal Videos erfahren, aber schickt mir bitte noch keine Videos. Erst wenn ich sage, jetzt geht's wieder los, sobald der neue Battle Pass da ist, und dann starten wir direkt da rein. Weil jetzt werde ich die Gewinner-Replays zusammenschneiden und dann müsst ihr voten. Votet, 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 votet. Okay, ich bin durch, meine Lieben. Ich habe sehr viel Spaß an diesem Projekt. Das macht mir immer noch richtig Spaß. Ihr merkt es ja, selbst wenn ich hier nicht gepennt habe. Ich bin aus einer Nacht gekommen, bin seit über 24 Stunden jetzt schon auf den Beinen. Ich glaube, 28 Stunden oder so fast. Ja, aber trotzdem, dafür habe ich immer Lust, Zeit, Bock und mache das super gerne für euch. Und ich hoffe, ihr wisst es auch ein bisschen zu schätzen. Guckt euch die Replays an, lasst euch ein bisschen von mir berieseln. Schreibt was in die Kommentare und lasst mir einen Daumen nach oben da. Wer Bock hat, mich noch weiter zu supporten, kann auch auf Twitch kommen und mir einfach mal einen Follow da reinhauen. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Haut rein, euer Fearscream. Bye, bye. Ja, das war's. Das waren die Gewinner-Replays
vom Replay der Woche. Die Besten der Besten, die jetzt hier im Finale stehen, Leute. Es kommt jetzt nur noch auf euch drauf an. Ihr müsst voten. Schreibt einfach dafür den Namen des Spielers rein, den ihr hier am besten gefunden habt. Und dann kriegt er quasi eine Stimme. Gewotet wird bis Freitag. Ich weiß gar nicht genau, welches Datum das ist. Wartet mal, bevor wir dann irgendwie durcheinander kommen. Der Freitag ist der 6. August. Bis dahin habt ihr Zeit zu voten. Da zählen die Stimmen. Und ja, lasst es einfach knacken. Die Leute haben es auf jeden Fall verdient. Das sind richtig coole Replays geworden. Also, schneid einfach eine Stimme raus und votet für die Jungs. An der Stelle auch nochmal, wie gesagt, vielen, vielen, vielen lieben Dank an Clan Harry, der mich hier finanziell unterstützt. Und ich weiß, der Clan Harry, der sucht auch noch Nachwuchsunterstützung. Solltet ihr vielleicht nicht ganz so zufrieden sein in eurem Clan oder vielleicht habt ihr auch noch gar keinen Clan, reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Gut, ich bin durch. Wir sehen uns nach der Sommerpause. Haut rein, votet, was das Zeug hält. Die Kohle kommt natürlich trotzdem per Google Play oder per PayPal-Zahlung. Den Gewinner werde ich dementsprechend anschreiben. Seid bitte auf meinem Discord, das ist halt schon entscheidend dafür. Aber müsstet ihr auch sein, weil, naja, sonst könntet ihr ja immer kein Replay der Woche schicken, damit ich euch dementsprechend kontaktieren kann, um die Überweisung klar zu machen. Also, haut rein, genießt die Sommerpause. Wir sehen uns, euer Fearscream. Bye, bye.